Ja, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Willkommen zum zweiten Vortrag. Ich habe mir Globalisierung versus Regionalisierung als Thema ausgesucht. Sie hatten sich ja in der Abstimmung, die letzte Woche noch eingebracht wurde, eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen tendenziell dagegen ausgesprochen. Ich hatte ja aber schon gesagt, dass ich mich schon so ein bisschen darauf vorbereitet hatte, in diese Richtung zu gehen. Ich hoffe, das macht jetzt nicht zu viel aus. Außerdem denke ich, dass die ganze Sache vielleicht im Entwicklungskontext ein bisschen anders gewickelt ist, als Sie das vielleicht so sich vorstellen, um was es bei Globalisierung allgemein so geht. In der Tat ein bisschen ausgelutschter Begriff, jedenfalls so im allgemeinen Diskurs. Man kann damit alles sagen und auch nichts und so weiter. Und von daher fragt man sich wahrscheinlich als Wirtschaftsstudent, ja, warum soll ich mich damit so groß befassen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht war es auch nur tendenziös, irgendwo tendenziell, meine ich, in dieser Hinsicht. Gucken wir uns mal an. Also, die Frage ist ja eigentlich eher so heutzutage, wenn man über Globalisierung redet, nicht so sehr, ob es sie gibt. Ich glaube, da sind sich fast alle einig, sondern eher, worin besteht sie eigentlich und zu welchem Grad geht sie vonstatten? Oder, naja, wenn man sagt, die Globalisierung gibt es vielleicht gar nicht, dann meint man vielleicht eher, naja, es ist eigentlich nicht wert, darüber zu reden. Außerdem gab es das schon immer. Selbst in der Steinzeit sind die Menschen von einem Ort zum anderen gewandert und das gab natürlich Probleme mit denen, die vielleicht schon da waren und so weiter und so weiter. Ne? Also, ich will das jetzt nicht trivialisieren, aber es gibt natürlich immer so bei so Begriffsfindungen den Standpunkt, das brauchen wir gar nicht. Der Begriff bringt uns nichts weiter, das erleuchtet unsere Diskussion nicht. Ja. Also ganz kurzer Überblick hier. Also wir reden kurz über die Bedeutung, dann über die Begriffe so ein bisschen wie letztes Mal auch. Und dann nähern wir uns dieser Globalisierung, Regionalisierungs, was ich da aufgebaut habe, als Gegensatz so ein bisschen. Und dann gucken wir auf die Wirtschaftsbeziehungen und dann haben wir zwei Beispiele. Das eine führt dann zur Aufgabe. Zwei Leute quasi, die behaupten, dass die Globalisierung eine andere Form angenommen hat. Da kommen wir dann zu. Warum reden wir eigentlich über Globalisierung? Ja, naja, wir reden über Globalisierung, glaube ich, weil das Phänomen, dass wir nicht nur lokal unsere Wirtschaft betreiben und unsere Produkte von weit her beziehen, weil das immer stärker wird. Nicht, dass es nicht schon im römischen Imperium Güter gab, die von weit her gebracht worden sind und auch weit weg transportiert worden sind. Die Frage ist nur, in welchem Maße haben diese Güter heute was mit der allgemeinen Wirtschaft zu tun? Auch damals sicherlich schon haben die Volkswirtschaften einträglich beeinflusst. Also ich weiß, ich habe bei einer Ausgrabung als Student gearbeitet in Günzburg und wir haben kleine Öllämpchen aus dem Boden geholt, aus Gräbern, die waren aus dem 1. Jahrhundert. Und der Kollege meinte, ja, es gab damals auch schon so Bootlegger, die quasi diese gestempelten, in Massenproduktion produzierten Öllämpchen auch quasi nachgemacht haben und sie verkauft haben. Ja, also wie in der Musikindustrie quasi schon damals, kurz nach der Zeitenwende sozusagen. Und also es gab durchaus schon Produkte, die sehr weit transportiert worden sind und die vielleicht auch zwischen verschiedenen Handelsblöcken transportiert worden sind. Also zwischen Ägypten zum Beispiel und natürlich dem römischen Imperium und so weiter. Ja? Aber wichtig ist dieser Begriff, weil man sich darüber natürlich ge sich gewissen Dingen nähern kann, die wichtig sind in der Auseinandersetzung und bei der Beschreibung. Die wirtschaftliche Dimension, das haben wir jetzt schon kurz hervorgebracht, die wirtschaftliche Dimension ist wahrscheinlich das, was immer den meisten sofort einleuchtet. Ne? Es geht darum, Güter und hin und her zu bringen, um Lieferketten, Wertschöpfungsketten. Es geht darum, dass vielleicht die eine Seite ein bisschen mehr verdient als die andere, also Handelsbilanzdefizite. Was passiert, wenn das Handelsbilanzdefizit zu negativ auf der einen Seite wird? Dann wird es für beide Seiten schwierig irgendwann, kommt zu Verschuldungen und so weiter. Und daraus entsteht logischerweise die politische Dimension. Ja, also wenn quasi China, nachdem es sehr viel Geld
aus den USA bekommen hat, dass ein Dollar dort liegt, dann zum größten Schuldner der USA wird. Und also diese Verpflichtung, ich bin dafür kein Spezialist, erwarten Sie von mir jetzt bitte nicht, dass ich da reingehe, aber das hat eine politische Auswirkung, die sehr gravierend ist und mit denen man sich durchaus auseinandersetzen sollte. Ja. Also jede kleine Firma trägt ihren Teil dazu bei, dass diese Auseinandersetzungen stattfinden zwischen den Staaten und zwischen den Regierungen. Und die afrikanischen Regierungen oder die Entwicklungsländerregierungen spielen meistens natürlich eine etwas untergeordnete Rolle aus Sicht der größeren Handelsblöcke. Wir hatten letztes Mal schon kurz angesprochen die Freihandelstheorie. Ich hoffe, Sie haben sich das mal angeguckt und hatten mal Lust, sich damit zu beschäftigen. Es ist eine sehr fundamentale Überlegung, dass quasi Handel dazu führt, dass man verzweigte Interessen hat und dass man, wenn man viel Handel zwischen Nationen betreibt, man Frieden erreicht, weil die Handelsinteressen bei jeder kriegerischen Auseinandersetzung dadurch irgendwie zerstört werden und man kann nicht so gut handeln, wenn es Krieg gibt. Und deswegen wäre Freihandel quasi das wichtigste Instrumentarium zur Erreichung von internationalem Frieden. Auch so ein Argument, wo übrigens Donald Trump damals mit angetreten ist und was er vielleicht im gewissen Sinne sogar durchgehalten hat, also seine kriegerischen Aktionen waren durchaus nicht so ausgeprägt wie das anderer Präsidenten, die eigentlich eher liberaler angetreten sind, aber vielleicht nicht solche Wirtschaftsinteressen hatten. Ist ein bisschen spekulativ, aber so die Überlegung, mit der er angetreten ist, und das ist auch wirklich eine Sache, die sehr lange vertreten worden ist, obwohl es eben zum Beispiel natürlich die East India Company, die holländische und auch die englische gab, die natürlich mit Waffengewalt Märkte aufgebrochen hat in Asien und Hongkong und so weiter und die natürlich quasi eine militärisch formierte Wirtschaftsmacht waren, ja. Und und das widerstrebt natürlich dieser Überlegung. Dann hat man sich vor gar nicht allzu langer Zeit wirklich mit dieser Theorie, ob das wirklich stimmt, in der Politikwissenschaft auch mal beschäftigt und hat das quasi mit einem Projekt mal untersucht. Und man ist zu dem Entschluss gekommen, dass diese Theorie nicht wirklich so stimmt, dass Freihandel Frieden bringt. Und der schlagkräftigste Beweis sind die beiden Weltkriege. Die Projekte haben sehr eindeutig konstatiert, dass Anfang des letzten Jahrhunderts die Weltwirtschaft schon sehr miteinander verknüpft war. Also vor allen Dingen die Staaten, die miteinander den Krieg begonnen haben. Ob jetzt sehr weit entfernte Gebiete der Welt wirklich in den Wirtschaftskreislauf so stark eingebunden waren, das ist nicht das Argument hier, weil es geht ja darum, wer fängt mit wem quasi Krieg an. Und ja, bekanntlicherweise gab es zwei sehr schlimme Weltkriege, die auch die Wirtschaft natürlich sehr stark in Mitleidenschaft gezogen haben. Und das, obwohl die wirtschaftlichen Verknüpfungen schon ganz schon ganz verwoben waren und die dadurch zerstört worden sind. Wer sich dafür interessiert, sollte mal The Alchemy of Air lesen. Ein Buch, wo es um die Erfindung von Nitrogen, also von Kunstdünger gibt durch die beiden deutschen Haber und Bosch und die auch sehr quasi gegen den Krieg gegen diesen entstehenden Krieg damals sich eingesetzt haben, obwohl sie natürlich nicht unbedingt jetzt als Landesverräter dastehen wollten. Aber haben Geschäfte gemacht mit den USA und so weiter und sie wollten nicht, dass diese Kriegstreiberei noch mehr entsteht. The Alchemy of Air, sehr lesenswert, ist wie ein Krimi. Also das zum Thema Frieden und Freihandelstheorie. Gehen wir jetzt mal weiter zum Punkt Begriffsdefinition. Aus anderen Vorträgen kennen Sie ja schon den Begriff Globalisierung, Definitionen bzw. Versuche, dieses vermeintliche Phänomen Treffen zu beschreiben, gibt es ja viele. Ja.
Wenn man sich das anschaut, wird man feststellen, dass es nicht viel wirklich Einheitliches darüber zu sagen gibt. Und das ist wahrscheinlich das, warum das so als schwammig rüberkommt. Also es ist nicht wirklich klar, über was man so redet, um welche Indikatoren jetzt eigentlich wirklich herangezogen werden, welche wirtschaftlichen Faktoren und woran wird das bemessen? Ist es politisch? Ist es vielleicht auch kulturell? Ja, es gibt ja auch hier diese McDonaldization der Welt, was ja auch mit Globalisierung in Verbindung gebracht wird. Ja, also sieht man die Sache eher als einen erreichten Zustand zum Beispiel? Sind wir globalisiert? Oder ist es eher ein Prozess, der sich vollzieht und der vielleicht sogar noch an Fahrt aufnimmt. Ja. Ja, und so wie ich das jetzt so thematisiert habe, merkt man schon, kommt aus dieser deskriptiven Indikatoren von was, gibt es natürlich eine normative Diskussion. Ist die Frage Globalisierung erstrebenswert? Sind diese Prozesse, die man sieht, mehr oder weniger erstrebenswert? Was kommt mit dem wirtschaftlichen zusammen, mit dem Handel? Was, welche Werte werden transportiert? Welche Einflüsse auf die anderen Gesellschaften? Welche Mittelabflüsse sind da, die vielleicht zu Reichtum mehr auf der einen Seite und eher zu Reichtum, Armut auf der anderen Seite führt? Also auch eine normative Kategorie, die da drin steckt. Ja. Also, für wen ist das erstrebenswert oder nicht und so weiter? Wer sind die Gewinner und die Verlierer? Ja. Und das bringt uns natürlich zu dieser allgegenwärtigen Diskussion über die sogenannten Gewinner und Verlierer der Globalisierung. Haben Sie sicherlich auch schon recht viel drüber gehört. Ich finde, es ist ein bisschen ironisch eigentlich, dass die Diskussion bei uns doch, das sind natürlich auch wichtige Ausnahmen, aber doch oft aus dieser Perspektive Industrieland geführt wird und eigentlich nicht global. Ja, man sieht diese Sache sehr aus westlicher Sicht, also klassisch asymmetrisch, ne? Obwohl man sehr viel aufgeklärte Kreise bei uns hat, die eigentlich, von denen ich eigentlich gedacht habe, dass sie so ein bisschen darüber hinausgewachsen sind. Ja, und jetzt, bevor ich jetzt noch zu philosophisch werde vielleicht, ja, aber interessant an dieser Sache für mich ist, dass es sich um eine Vorstellung von Dichotomie handelt. Ja, also die Globalisierungsdiskussionen sind immer sehr zweigleisig. Ja, und die Frage ist, ob diese Dichotomie in der Wirklichkeit so gibt. Na, kurz vielleicht, was ist eine Dichotomie, ohne es jetzt zu kompliziert zu machen, ist eine Aufteilung in zwei Teile, wobei die komplett voneinander getrennt sind, auch wenn sie miteinander verbunden sind. Also zwei Teile einer Medaille sind ganz klar zwei Seiten, aber sind miteinander verbunden oder Yin und Yang. Ja, warum ich das sage, ist, diese zweiteilige, dieses Schwarz-Weiß und so weiter. Dass man etwas in zwei Aspekte aufteilt und nicht in drei, ist, glaube ich, etwas, was uns Menschen irgendwie sehr nahe liegt. Und deswegen gibt es halt auch diesen Begriff der falschen Dichotomie, also dieses Entweder-oder-Denken, obwohl vielleicht ein dritter Faktor vorhanden ist, dass Entweder-oder gar nicht so entscheidend ist oder diese beiden Kategorien generell gar nicht in Frage kommen, sondern man das ganz anders sehen sollte. Und das ist so eine Sache, über die man sich diese Fragestellung, ob Globalisierung wirklich gibt, sehr gut nähern kann, wie ich finde. Weil falsche Dichotomien gibt es immer recht viele. Und letztlich ist es eine Frage, bevor man Fragen beantwortet, ob man auch die richtigen Fragen stellt. Ja, also hier konkret haben wir es wirklich mit einer sinnvollen Zweiteilung, Dichotomie zwischen Industrie- und Entwicklungsland zu tun oder nicht? Ja, und wir haben ja letztes Mal schon über Schwellenländer geredet und damit haben wir ja eigentlich schon die Problematik hier erfasst. Diese Dichotomie führt wirklich zu nichts, weil wir haben doch eine ganze Menge Länder wie China jetzt und auch Indien, die sich dazwischen befinden und die auch Interessen von Entwicklungsländern haben, aber auch Interessen, die eher den von klassischen Industrieländern vertreten. Ja. Aber in unserer Wahrnehmung rechnen wir die Schwellenländer doch irgendwie immer wieder
zu den Entwicklungsländern. Ja. Und diese Tatsache zum Beispiel, wie letztes Mal erwähnt, dass zahlenmäßig die meisten Armen mittlerweile in Schwellenländern und gar nicht mehr in kleinen Entwicklungsländern leben, ist nur um das mal so praktisch zu sagen, dass sowas wird immer mal wieder auf den entsprechenden Konferenzen erwähnt und dann denkt dann auch jeder mal drüber nach, aber es führt irgendwie nicht zu einer Konsequenz in dem Ansatz zum Denken, um was es geht bei den Phänomenen, mit denen man sich da jetzt beschäftigt, finde ich jedenfalls. Ja. Und im Anschluss an diese Dichotomie, die wir behalten wollen, Industrieland, Entwicklungsland, also Schwellenland, Entwicklungsland quasi, ist natürlich ganz klar die Dichotomie arm versus reich. Naja, und warum erwähne ich das jetzt? Naja, weil ich glaube, dass Globalisierung viel damit zu tun hat, dass es nicht mehr darum geht, arme und reiche Länder zu betrachten, sondern wenn wir das sinnvoll tun wollen, volkswirtschaftlich, politisch, auch wirtschaftlich, müssen wir uns klar machen, dass sie nicht nur viele Arme jetzt in Schwellenländern wohnen, sondern dass wir es mit international damit zu tun haben, dass viele Reiche eigentlich einen ähnlichen Lebensstil, Standard führen, in wo auch immer sie leben. Und viele Arme einen ähnlichen Lebensstil führen, wo auch immer sie leben. Natürlich gibt es soziale Absicherungen in gewissen Ländern, was die Härte natürlich sehr stark rausnimmt. Aber wenn man sich überlegt, wie die internationalen Eliten funktionieren, wo sie herkommen, ja, diese internationale reiche Schicht, wie sie operieren, wie sie, vor allem zum Beispiel in Lateinamerika, ganz klassischer Fall, wo die Eliten natürlich auch europäischer Herkunft waren und die sich immer schon sehr stark identifiziert haben mit Europa und auch USA dann später immer mehr, die das auch gelebt haben. Ja, und die durch diese Schichten fühlen sich dieser Oberschicht der Welt zugehörig. Und das sind sie wahrscheinlich auch. Also diese Unterschiede, die es früher mal gab, wo dann die alten Eliten auf die neuen Eliten so runtergeschaut haben, die sind wahrscheinlich gar nicht mehr so ausgeprägt oder auch gar nicht mehr so relevant. Ja, und die zeigen das auch durch diesen globalen Lebensstil, der sehr ähnlich wird von diesen oberen Schichten. Ja, und man kann halt sagen, im Prinzip ist jetzt der entscheidende Faktor für diese Sache, was ist denn jetzt hier eigentlich anders, ist eigentlich nur noch der Wohnort. Und wenn man sich das richtig so anschaut, ist eigentlich der Wohnort der globalen Eliten auch nicht mehr wirklich was Herausstechendes, kein wirkliches Kriterium. Der moderne Flugverkehr erlaubt ein permanentes, ganz schnelles sich bewegen. Man hat ja genug Geld, um diese Flugtickets zu bezahlen. Und selbst internationale Aufenthaltsvisa in Industriestaaten zum Studium, aber nicht nur zum Studium, auch um länger mal irgendwo zu sein, das für gut Betuchte eigentlich kein Problem, weil die meisten Industriestaaten bei Nachweis entsprechender Geldmengen Visa gerne geben, weil die Leute ja nur Geld ausgeben. So die Überlegung. Ja. Und also kann man ohne weiteres für ein paar Monate oder auch länger woanders leben. Also zusammengefasst will ich damit sagen, wir haben es so gesehen, vielleicht mit einer Globalisierung der reicheren Eliten zu tun. Ja, das ist ein Phänomen, was ich denke, ist sehr prägnant und bedienen tut man sich natürlich, bedienen ist vielleicht jetzt ein bisschen zu instrumentell, aber die Schaffung von juristischen Personen wie multinationale Konzerne, also auf amerikanischem Englisch Corporation, die diese Reichtümer quasi in juristischen Personen, die die Reichtümer flüssig machen lässt, ja, also zwischen Industriestaaten. Wo bezahle ich eigentlich Steuern? Wo werden die Milliarden von Apple
und von Amazon abgeführt? Und wie gehe ich eigentlich mit dem politischen Macht dort um? Und wenn die nicht so will, dann kann ich das wegziehen. Und und wenn man, ich will jetzt nicht irgendwie marxistisch klingen oder so, aber die Überlegung, dass diese Produktivmittel hauptsächlich in dem finanziellen Bereich sich bewegen und gar nicht mehr so festgebunden daran sind, wo eigentlich so eine Fabrik steht. Ja. Die ist stark damit verbunden, wo die Eliten sich wie bewegen können und wie sie Zugang auf diese finanziellen Mittel haben, wo sie wohnen, wie sie ihre Wohnorte wechseln können. Und zu den Eliten gehören natürlich auch nicht nur die klassischen Besitzer, Unternehmer dazu, sondern natürlich auch ein gewisser Teil des Managements mit diesen immens hohen Gehältern, die über diese juristischen Personen erst von großen Firmen quasi ermöglicht worden sind. Gut. So, jetzt bin ich ein bisschen Exkurs geraten darüber, ja. Aber wie ihr daran merkt, es gibt keine rein deskriptive Beschreibung von Globalisierung, ja, sondern es ist immer etwas wertend, normativ. Diese Konnotationen sind auf jeden Fall da. Aber gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ich habe mal ein bisschen geschaut im Internet nach Definitionen und bei Wikipedia. Ich weiß, ihr dürft natürlich Wikipedia nicht zitieren, ist natürlich nicht zitierfähig, das ist ja immer flüssig und ist auch keine Instanz wirklich, die sich auf irgendetwas berufen kann. Ich wollte Wikipedia jetzt hier erwähnen, weil eben die Definition, die dort gegeben ist, halt auch wirklich so schwammig ist, so breit, vielleicht aber auch richtig, dass sie eigentlich auch gar nicht zitierbar ist. Also Wikipedia spricht man hier davon: The process of interaction and integration among people and companies and governments worldwide. Das ist Globalisierung. Naja, wie gesagt, zeigt, dass man da nicht so viel mitmachen kann. Und das Google Directory ist da schon ein bisschen besser, weil, wie ich finde, ist da dieser wertende Begriff mit aufgenommen und Google Directory spricht von einem Prozess, der auf Einfluss oder vielleicht auch Expansion abzielt. Globalization is the process by which businesses or other organizations develop international influence or start operating on an international scale. Also es ist im Prinzip eine Skalierung. Das Geschäft auf größerer Ebene mit entsprechendem größeren Wirtschafts Turnover und so weiter, aber auch mit diesem größeren Einfluss auf diese wertende Wertesphäre und so weiter. Ja, was passiert eigentlich mit uns? So, bevor wir uns jetzt hier zu sehr nur damit beschäftigen, wie gesagt, Wikipedia. Und das habe ich jetzt nur erwähnt, diese Definition, weil sie eigentlich nicht zitierbar ist, weil sie nicht wirklich brauchbar ist. Aber trotzdem kann man sich das gerne mal dort angucken, weil dort schon einige Quellen erwähnt sind von Wissenschaftlern und über die Zeit hinweg, die Definitionen von Globalisierung gegeben haben. Also das ist als Einstieg sehr gut, aber selbst nicht zitierbar. Ihr müsstet dann, wenn ihr das irgendwie zitiert, müsst ihr auf die einzelnen Begriffe dort eingehen. Also man sagt dann jetzt, eigentlich kann man da nicht so viel was mitmachen mit dem Begriff an sich, ohne ihn jetzt weiter zu definieren. Also es geht also wie immer in der politischen Sphäre auch um Einflussnahme und Macht. Wollte ich mal so quasi jetzt einen Strich drunter ziehen. Kommen wir mal zu dem Begriff Regionalisierung, bevor ich diese zwei Dinger nachher zusammenführe. Was ist eigentlich Regionalisierung? Ich habe hier mal so eine Definition dafür herausgesucht, ohne Quelle jetzt. Auch ich nenne sie mal wie meine eigene. Regionalization is the process of dividing an area into smaller segments called regions. One of the more obvious examples of regionalization is the division of a nation into states or provinces. Also, das hat jetzt was von Dezentralisierung oder sogar vielleicht klassisch Teile und Herrsche. Jedenfalls ist es etwas, was von einer zentralen Institution angeordnet wird, dieser Prozess dieser Regionalisierung. Aber es gibt natürlich auch
einfach die Tatsache, dass man etwas konzeptionell als eine Region wahrnimmt. Ja, und tatsächlich und interessanterweise sehen die meisten afrikanischen Politiker in Regionalisierung also nicht dieses Negative, dieses Teile und Herrsche, sondern sie sehen da drin eigentlich diesen Prozess, dass Afrika sich als Region wahrnimmt, ihr seine Identität wahrnimmt und dort drin seine Stärke begreift. Ja, also quasi eine Art Empowerment von Afrika als Region. Wirtschaftliche Stärkung, Zusammenhalten, Besinnen auf die regionalen Märkte, die Stärken, die Besinnung auf die eigene Identität. Ja. Und Region ist im Englischen, Region muss auch nicht unbedingt so klein sein wie eine kleinere Untereinheit sein. Also es, durchaus kann man Afrika auch als Region dann quasi sehen. Natürlich wird das zum Beispiel von der Afrikanischen Union, der AU, häufig in den entsprechenden Gremien und Verhandlungen und Verlautbarungen erwähnt. Diese Besinnung auf die afrikanische Identität und natürlich diese Einheitlichkeiten und so weiter auf dem ganzen Kontinent und das Überkommen der nationalen Interessenskonflikte, die dort bestehen. Natürlich muss man sich aber dabei klar machen, dass der afrikanische Kontinent politisch, kulturell eigentlich in keinerlei Beziehung wirklich einheitlich ist. Ja, und das macht das natürlich schwer. Und das sieht man immer wieder. Es geht nicht nur um die kolonialen Unterschiede, es gab auch schon Unterschiede vorher. Es ist einfach wirtschaftlich massive Unterschiede. Manche Staaten sind sehr groß, zahlenmäßig, flächenmäßig, einkommensmäßig. Die natürlichen Gegebenheiten sind unterschiedlich. Der Zugang zu Europa, kulturell, aber auch wirtschaftlich ist das. Also eigentlich sehr schwierig, eigentlich Afrika irgendwie eine einzelne Identität zuzuschreiben. Ja, und deswegen wird es natürlich häufig sehr schwer. Man probiert das, man hat einige Projekte wie diese Freihandelszone, die jetzt geschaffen werden soll, in der man schon einiges darüber berichtet hat und man auch schon einige Verträge abgeschlossen hat. Aber es ist sehr schwer. Aber nichtsdestotrotz, also auch die europäischen Nationalstaaten haben ja zum Teil wirklich mit Gewalt auch diese nationale Identität erzwungen. Das ist also durchaus nicht immer der Fall gewesen, dass meinetwegen die Franzosen sich wirklich als Franzosen begriffen haben und dass die Deutschen sich als Deutsche begreifen, ist noch weniger lang her. Ja, also man hat sich immer eher als eine andere Untereinheit begriffen, nicht so sehr als Deutsche. Das sind relativ neue Phänomene und auch das wurde quasi von oben so ein bisschen gedrückt. Und von daher ist das vielleicht auch nichts Unnormales, dass man diesen Prozess da jetzt mit ein bisschen Nachdruck betreiben will. Um das mal ein bisschen praktisch aus meiner Erfahrung was dazu zu sagen, also diese und das, diese wirtschaftliche Komponente noch mal ein bisschen wieder hervorzuheben, was ist Globalisierung versus Regionalisierung? Es gibt auf die innerafrikanischen Handelsbeziehungen sind häufig davon geprägt, dass sie zum Teil zwischen quasi gewissen Ländern, die Englisch sprechen und die da ist noch einiges da oder Französisch und so weiter. Aber im Großen und Ganzen sind viele die klassische Ausprägung, dass die kolonialen Mutterländer quasi die immer noch diese Globalität darstellen. Also man handelt mehr mit den ehemaligen kolonialen Mutterländern als mit den Nachbarländern. Und das ist schon massiv, wenn man sich vorstellt, zum Beispiel in dem Projekt, wo ich gearbeitet habe, hat mir der Chef aus Mali war, der gesagt, dass es Länder gibt, die Futtermittel nach Europa, ich glaube nach in die Niederlande exportieren, dort auf der Börse quasi Heu verkaufen. Und das wird dann in die Nachbarländer wieder verkauft. Das heißt, das wird einmal um die Welt geschifft, um dort verkauft zu werden. Da wird natürlich auch Mehrwert geschaffen und abgeschöpft in Europa. Und dann wird das
teuer ins Nachbarland wieder verkauft. Und wenn man dort miteinander reden würde, was auch manchmal ein bisschen sprachliche Barrieren gibt, ja, weil die verschiedene Sprachen sprechen, und Portugiesisch und nicht Englisch und so weiter. Aber trotzdem ist es schon erstaunlich, wie sehr diese Verbindungen beherrschen und die Regionalisierung, also quasi der Handel innerhalb der Region gar nicht so ausgeprägt ist, wie man sich das so vorstellt. Da fahren LKWs über die Grenze und so. Das funktioniert häufig gar nicht so gut. Die bleiben lange hängen und so weiter. Ja. Und selbst wenn man in Afrika ist, die Flugverbindungen, wenn man kann so manchmal eine kleine Kurzverbindung kriegen, aber wenn man ein bisschen länger von Westafrika in südliche Afrika fliegen will und so weiter, dann ist es häufig einfacher, über Europa zu fliegen. Und auch da ist es meistens so, dass die meisten Fluglinien dann wieder dann irgendwie Lissabon anfliegen, wenn das natürlich portugiesische, also wenn Mosambik irgendwie mit dabei ist und so weiter. Ja, natürlich geht es häufig über Johannesburg, aber man muss häufig, ist man es häufig schneller und billiger, wenn man über Europa fliegt, obwohl es viel weiter ist. Und ist natürlich mehr als nur irritierend. Es hat natürlich schon eine große Bedeutung, wenn man sich das mal überlegt. Ja? Weil die ganzen Handelsbeziehungen sind in der Kontrolle der europäischen Länder, die Flugbeziehungen und so weiter. Und man könnte riesige Synergien ausnutzen, wenn man das direkt miteinander abwickeln würde, dorthin fliegen könnte. Ja? Und jetzt kommen wir auch schon zu dem Punkt zur, ja, noch nicht zur Fragestellung, aber ich wollte mal etwas erwähnen zu den Wirtschaftsbeziehungen. Ja, die Brand 1 fragte zum Beispiel in ihrem Juni-Heft ganz aktuell, die Corona-Epidemie zeige, wie fragil die globalen Handelsbeziehungen geworden sind, und fragt dann, ist es an der Zeit, dass wir die Lieferketten kappen und neu zusammensetzen? Regionale Subsysteme bildeten angeblich sich schon länger, und damit beschleunige die Krise einen Trend, der sich bereits seit einigen Jahren abzeichnet, denn was aussieht wie eine maximal globalisierte Wirtschaftswelt, zerfällt tatsächlich längst in mehrere regionale Subsysteme. Und zu diesem Schluss kommt Parag Khanna, der ist ein Politikberater, der hat diese ganzen Bücher dort geschrieben. Er ist Geschäftsführer von Future Map, das ist eine Beratungsfirma in Singapur, die sich mit Fragen der Globalisierung beschäftigt. Und er sieht das Phänomen vor allem in Europa und im Nahen Osten, in China und Asien, Pazifikregion, auch in Nord- und Südamerika. Diese Regionen würden seit ungefähr 10 Jahren eine immer stärkere interne Anziehungskraft entwickeln und würden so zu regionalen Kraftzentren. Afrika hat auch so ein bisschen sowas, aber im Gegensatz zu all diesen anderen leider bei Weitem nicht so ausgeprägt. Das heißt, man könnte es jetzt mal so sagen, was er beschreibt, ist, dass das Volumen der Wirtschaft immer größer wird und dass es nicht unbedingt mehr nötig ist, Waren ganz weit abzusetzen, sondern wenn man in seinem Region bleibt, hat man genug kritische Masse, um Güter zu beziehen und abzusetzen oder Dienstleistungen. Man kann genug dort erwirtschaften, was auch immer man tut. Und man muss gar nicht so weit schauen. Und jetzt aus entwicklungspolitischer Sicht, glaube ich, ist das schwer für so einen Kontinent, der schon so ein bisschen abgehängt ist oder noch nicht angehängt ist, weil es quasi bedeutet, dass all das Wissen und die Wirtschaftsmacht, die entsteht, jetzt dort noch nicht vorhanden ist, und man bräuchte eigentlich diese Integration in die Globalisierung. Stellt die ganze Sache eigentlich auf den Kopf von dem, was es vorher war, wo man sehr viel darüber geredet hat, dass Globalisierung solche negativen Auswirkungen auf die eigene Wirtschaft hätte, als schwächerer Partner und
übervorteilt werden und so weiter. Jetzt aus meiner Sicht muss man sich umstellen und aufpassen, dass man nicht außen vor gelassen wird und dass man von daher auch an diesen ganzen wissensvermehrenden Prozessen nicht mehr so wirklich dran teilnehmen kann, wenn man aus diesen von diesen, weil man selbst kein eigenes Gravitationszentrum hat. Also sehr interessant, diese ganze Sache, dieser Artikel, diese Konsequenzen, die daraus entstehen, diese Future Map Webseite hat auch eins, kann man leicht googeln, da wird es auch visualisiert, wie die Warenströme vonstatten gehen. Und daran sieht man, dass das Argument sehr eingängig ist, dass wir es eigentlich seit 10 Jahren mit einer, es ist kein wirklicher Gegensatz, aber dass wir es mit einer Globalisierung zu tun haben, die nicht mehr komplett alles mit allem verbindet, sondern die sich mehr auf verschiedene Zentren zurückzieht. Ja? Also diese Dichotomie, die ich vorher selbst aufgebaut habe zwischen Globalisierung und Regionalisierung, die ist nicht wirklich ganz da, sondern es gibt da die Verbindung. Also wir haben eine globale Globalisierung, die etwas regionalisiert vonstatten geht anscheinend. Naja, kommen wir zu dem Thema, warum Regionalisierung und Lieferketten immer länger werden, bis Corona kam, ja, und die Frage, die Brand 1 zum Beispiel aufstellt, ist, is the latest globalization is increasingly a problem, und warum sollte man jetzt bei Corona, sollte man eigentlich lieber darauf achten, dass man Sachen von näher sourced und dass man eben nicht so abhängig ist von Quellen, die von weiter die weiter entfernt liegen. Und so von ich als Brand 1 Leser sehe das schon seit Längerem. Es gab immer wieder solche Anzeichen dafür, dass es Firmen gab, die jetzt gesagt haben, ich kann jetzt den Artikel nicht sagen, aber es gibt einiges da in dieser Richtung, die sagen, die Resilienz ist uns wichtiger, das kostet etwas mehr, gewisse Dinge aus unserem eigenen Umfeld zu bekommen, zu anliefern zu lassen. Aber wenn man sieht, was bei Corona passiert ist und den Einbruch, den wir da erleben, lassen wir es uns lieber ein bisschen mehr kosten, wenn wir es hier aus Europa oder noch näher quasi an uns ran bereitstellen lassen, sind wir auf Dauer sicherer aufgestellt, als wenn wir so einen Einbruch haben, der uns vielleicht sogar insolvent macht. Ja. Und jetzt vor 2 Jahren, kommen wir jetzt zur eigentlichen Aufgabenstellung, gab es einen Herrn hier, den Arindam Bhattacharya, der von KPMG ist, der hat einen TED-Talk gemacht und darin hat er darüber geredet, wie er meint, warum Globalisierung überhaupt nicht tot ist, sondern dass sie sich halt einfach geändert hat und dass es sehr interessant ist, wie diese Veränderung vonstatten geht. Ja, ich zitiere mal hier, the latest globalization, also die letzte Art, wie sich jetzt Globalisierung ausprägt, is increasingly about data and about speed. Shortening international supply chains, also schon vorweggenommen quasi, was wir jetzt mit Corona sehen. Corona mahnt das jetzt quasi nur noch mal an, dass es besser wäre, die Versorgungsketten etwas kürzer zu halten. Was hat das mit EZ zu tun? Nun, Afrika als Region spielt anscheinend eine geringere Rolle und dass mehr auf sich zurückgeworfen wird, muss es sich selbst mehr helfen lernen. Und ob das schlecht ist oder vielleicht auch gute Seiten hat, bleibt bis auf Weiteres die Frage. Und wahrscheinlich auch ist das nicht für alle Länder und Regionen unbedingt gleich zu beantworten und auch nicht für die einzelnen Marktteilnehmer so. Ja. Also, die Globalisierung, Bhattacharya beschreibt, ist not declining, it's transforming. Und ich würde jetzt vorschlagen, Sie schauen sich dann jetzt mal den TED-Talk an und die Fragen,
die Sie dabei beachten sollten. Ich habe ja dann so ein Transkript selbst quasi gemacht und auch selbst übersetzt, haben Sie ja zur Verfügung. Gucken Sie mal ganz genau, welche Transformationstrends der Redner dort ausmacht. Ich würde mal sagen, mindestens zwei. Und dann erinnern Sie sich bitte mal an die letzte Teamaufgabe, die Sie hatten und welche Firma Sie da hatten, und probieren Sie mal zu spekulieren, was das für diese Firmen heißt und wie Sie darauf reagieren sollten. Und wenn wir dann das besprechen, sollten Sie natürlich in der Lage sein, diese Vorschläge, die Sie da machen, was Sie konstatieren als Ergebnisse, dass Sie das auch natürlich begründen können ein bisschen. Ja, wenn das mit der Firma nicht geht, die Sie letztes Mal hatten, warum auch immer, dann können Sie natürlich auch eine neue wählen. Aber es wäre natürlich schön, wenn man da an demselben dran bleibt. Vielen Dank.